Eure Fragen. Unsere Antworten. Der Hammer. Michael Meyer fragt, hallo Anja und Daniel, wie war der Kontakt zu anderen Reisenden? Vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland. Also wir denken mal, du meinst die Frage ja so, wie man in Kontakt kommt mit anderen Reisenden oder ob es da einen Unterschied gibt zu Deutschland. Ja. Der sieht dann ungefähr so aus. Und? Was machst du so? Ich habe den Job gekündigt. Ich gehe auf Weltreise. Okay. Job gekündigt? Ist das nicht viel zu unsicher? Und ist das nicht gefährlich in der Welt? Aber du hast sicher eine Auslandskrankenversicherung, oder? Wie lange ich schon unterwegs bin? Ich habe den Job gekündigt und bin auf Weltreise. Ach, wie geil. Wo warst du denn schon überall? Warst du schon hier in der Stadt oder sollen wir zusammen ein bisschen durch die Stadt gehen? Natürlich alles jetzt ein bisschen überzogen. Das ist keine, das ist die Sonnenbrille. Also, aber ist nicht schlecht. Klar, ist da ein Unterschied. Kontakt zu Reisenden und Kontakt hier in Deutschland, vor allem im Vergleich. Ich meine, wenn du auf Reisen bist und in einem Hostel oder sonst irgendwo, dann triffst du halt auf Leute, die da sind, weil sie gerne reisen und weil sie eben da sind, aus dem gleichen Grund wie du. Und in Deutschland, ja, man trifft da halt vielleicht nicht immer auf Gleichgesinnte, vielleicht nicht immer auf Leute, die da einen verstehen, muss ja auch nicht. Aber deswegen ist es auf Reisen so toll, dass du weißt, die Leute, die du da kennenlernst, da ist die gleiche Basis sowieso schon mal da. Da wird sich nicht über Job und Karriere und Gehalt oder irgendwas unterhalten, sondern eben über das Erlebte und was irgendwie wirklich zählt im Leben. Frage von Nini on Tour. Und zwar zum Packsafe. Wenn es einen Locker in den Unterkünften gibt, packt ihr euer Zeug bestimmt auch lieber da rein, oder? Wie oft habt ihr gedacht, puh, zum Glück haben wir das Ding dabei, beziehungsweise würdet ihr ihn beim Neustart im neuen Jahr wieder einpacken? Für die, die sich jetzt fragen, was ist ein Packsafe? Das ist ein Packsafe. Wir hatten ja schon mal erklärt, wie das funktioniert, das Ding, im Video, verlinken wir euch hier. Für die, die es nicht kennen, Schnellversion. Eigentlich nur ein Sack mit einem Drahtgeflecht. Hier kann man Sachen reintun, wie so ein Joby. Dann zieht man das Ganze zu und kann hier mit dem Drahtseil es überall festmachen, wo man es festmachen möchte. Zwar haben Hostels oft Locker oder irgendwo einen Ort, wo man das einschließen kann, aber irgendwie haben wir die nie genutzt. In Asien haben wir dann eigentlich weniger gebraucht, weil es da öfters günstiger war, zu zweit ein Zimmer zu nehmen in einem Hostel, statt zwei Dormbetten zu buchen. In Südamerika hingegen haben wir das öfter genutzt, weil wir da eigentlich nur in Hostels waren, wo wir in Mehrbettzimmern waren. Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, wenn man unterwegs ist und man weiß, man hat seine Sachen, auch wenn es nur so simpel ist, einfach ein bisschen weggeschlossen. Wir waren froh, dass wir ihn dabei haben und würden ihn auf jeden Fall mit auf die nächste Reise nehmen, definitiv. Nimm dir auch nicht viel Platz weg. Die Brille ist so geil. Was war das? Das ist was. Die nächste Frage kommt von Momme Grant oder Momme Grant? Von MG. Okay. Auf jeden Fall, er oder sie fragt, habt ihr unterwegs schlechte Erfahrungen mit Kriminalität, insbesondere Diebstahl gemacht? Mit eurem ganzen Kameraequipment fallt ihr ja schon auf. Ja, einmal wäre der Rucksack fast weg gewesen, ne? Pass auf, das war so. Wir waren in Südamerika, in Chile, mit dem Bus unterwegs und mussten an der Bushaltestelle mussten wir einmal anhalten und mussten unser ganzes Gepäck ausladen, das wir am Flughafen durch so eine Gepäckkontrolle einmal durchziehen, wieder rein in den Bus und alles war okay. Ein paar Tage später, wir wieder im Bus unterwegs, diesmal ein bisschen anders. Wir saßen halt im Bus, ungefähr so. Rucksäcke vor uns. In den großen Backpacks haben wir nur Klamotten. Keine Technik und nichts, was wertvoll ist. In den kleinen Rucksäcken haben wir all unsere Technik, Reisepässe, Kreditkarten, alles, was wichtig ist und nicht wegkommen soll. Immer bei uns, an den Füße. Dann saßen wir im Bus, machen auf und alle steigen aus. Der gesamte Bus ist ausgestiegen, außer wir. Okay, vielleicht ist das wieder diese Gepäckkontrolle, die wir schon mal hatten. Waren wir uns nicht sicher, wir sind trotzdem sitzen geblieben. Ja, dann kam so ein Typ rein, wir dachten, der hat für uns einen offiziellen Eindruck gemacht. Hat gesagt, so, wir müssen mal rausgehen und nach dem Gepäck gucken. Und dachten wir, ja, alles klar, gehen wir mal nach dem Gepäck gucken. Dann sind wir rausgegangen. Alle gingen zum Gepäck. Ich war hier. Und ich bin halt gerade aus dem Bus rausgekommen. In dem Moment sehe ich schon Daniel, als er sich umdreht und mich sieht, sagt er nur. Wieder rein in den Bus. Auf unsere Rucksäcke aufpassen. Ich drehe mich wieder um, gehe zum Bus, gucke ich runter, ist Daniels Rucksack nicht mehr da. Laptop, Kamera, alles an Technik, alle Kreditkarten, unsere Reisepässe. Alles weg. Ihr könnt euch vorstellen, mir wurde heiß und kalt. Ich dachte nur, scheiße, warum bin ich überhaupt rausgegangen? Ich voll Honk. Geh wieder raus und sag so, Daniel, hast du den Rucksack? Ich habe mich nicht getraut zu sagen, scheiße, der Rucksack ist weg. Und er sagt natürlich, nein. Jetzt kommt die Situation. Ich bin in der Bustür, wenn das jetzt die Bustür ist.
bin ich in der Bustür stehen geblieben. Und plötzlich gucke ich rein in den Bus, weil das war ein Doppeldeckerbus und unten war so eine Tür, wo man rein und rausgehen kann. Die Tür ging auf und dann sehe ich Daniels Rucksack da auf dem Sitz. Wir dachten natürlich, alles klar, hat jemand den Rucksack genommen, aufgemacht, alles rausgenommen, was er wollte. Und dann ist uns aufgefallen, dass uns der Typ, der uns gesagt hat, kommt mal raus, immer so gezubbelt hat. Von wegen, jetzt geh mal weg von der Tür, so ungefähr. Und da hat plötzlich alles Sinn ergeben. Und in dem Moment, wo ich wieder zurück in den Bus gegangen bin, dann hat er einfach den schnell hier... Genau. Ausgelaufen. Weil ich ihn sonst erwischt hätte, so ungefähr. Dann wollte er mich aus der Tür locken, um den letzten Griff in den Rucksack zu machen und den Rucksack zu packen. Ich war vielleicht in der ersten Situation doof, aber beim zweiten Mal bin ich nicht von der Tür gegangen und das hat uns im Grunde den Rucksack... Ja, ich war die Heldin. Ende von der Geschichte. Er hat nicht mal reingeguckt, alles da, ja. Wir haben Glück gehabt. Ja. Ja, da war die Kacke am Dampfen. Also, was war die Frage? Ja, wir haben Erfahrungen mit Diebstahl gemacht, aber es ist alles gut gegangen, es war alles noch drin. Und jetzt müssen wir echt betonen, das war wirklich das einzige Mal auf der gesamten Reise, wo wir uns in so einer Situation gefunden haben. Wir haben uns nie unsicher oder unwohl oder so gefühlt. Nee. Und das einmal nicht aufgepasst. Ja, das war so unsere eigene Schuld. Ey. Doch, müde, sorry, es war mitten in der Nacht, 2 oder 3 Uhr morgens oder so. Einfach auf die Sachen aufpassen, alles beim Mann haben, was mal das Wichtige ist. Aber als generellen Tipp, die Backpacks nur mit Klamotten füllen und mit Dingen, die wegkommen können. Alles Wichtige in die Handgepäcksachen, sag ich mal, in den Rucksack, weil man den immer überall mitnehmen kann. In Flieger, in Bus und in Tuk-Tuks. Ich hoffe, man hat die Story verstanden, war ein bisschen chaotisch, aber hallo. War auch live chaotisch. Aber das Recht, mit so einer Kamera in der Hand fällt man schon auf, aber das war nie ein Gefühl von Unsicherheit oder von, da guckt aber einer und will uns gleich die Kamera holen. Nee. Vielleicht noch ein Tipp, wenn du auch mit einer großen Kamera losreist, hol dir nicht so einen Kamerarucksack, wo praktisch draufsteht, hallo, ich bin wertvoll und ich habe eine teure Kamera drin. Wir haben so eine Silikonhülle und packen das einfach in so einen ganz normalen Rucksack und wenn die weggepackt ist, dann denkt auch keiner dran, dass wir überhaupt eine Kamera im Gepäck haben. Ist ganz dünn. Ist mir sogar einmal auf den Boden gefallen im Supermarkt und hat trotzdem die Kamera sicher beisammen gehalten. Können wir jedem empfehlen. Links packen wir alle unten drunter. Jay Highsword hatte direkt 3 Fragen. Frage Nummer 1. Wie lange im Voraus und wie konkret setzt ihr euch mit dem Reiseziel auseinander? Also wir setzen uns eigentlich immer erst recht spät mit dem Land auseinander. Wir sind meistens schon im Land selbst, wenn wir uns mit dem eigentlichen Land auseinandersetzen. Aber wenn wir uns dann damit beschäftigen, dann versuchen wir es richtig zu machen. Haben schon an uns selbst den Anspruch, das Land, das wir bereisen, noch zu verstehen. Deswegen suchen wir im Internet nach aktuellen Dokus, die wir uns angucken. Wir wollen über die Geschichte lernen, wir wollen über die Kultur lernen. Also die Zeit nehmen wir uns schon. Zweite Frage. Woher habt ihr eure krassen Insider-Infos, zum Beispiel mit dem Frachtschiff über den Amazonas zu fahren? Klar, wie Daniel gerade schon gesagt hat, wir lesen natürlich viel, informieren uns viel. Aber am allerwertvollsten sind eigentlich die Tipps, wenn man vor Ort ist. Die Reisenden, die man in den Hostels und den Unterkünften trifft, die sagen einem regelrecht schon, hey, ich habe das erlebt und ich sag dir diese Tipps. Und daher ist es ein leichtes eigentlich, unterwegs an solche Insider-Infos zu kommen. Die muss man dann auch einfach nur machen. Und manchmal ist es auch einfach nur Zufall. Wenn man mal Ja sagt und offen ist und keine Angst davor hat, oh nee, die Unterkunft ist aber jetzt so weit weg, lass uns das nicht machen. Einfach mal gerade deswegen sich in so ein Abenteuer stützen. Nummer 3. Auf welche Reiseblogs greifen wir zurück? Antwort ist recht einfach, weil wir haben nicht die Liste von Reiseblogs, die wir durchgucken. Wenn wir uns für ein neues Land interessieren, googeln wir wahrscheinlich wie ihr auch, suchen einfach nach den aktuellsten Berichten und suchen uns das Beste einfach raus. Aber wir versuchen euch unten in der Infobox mal ein paar Blogs zu verlinken, wo wir wissen, dass wir da besonders coole Infos zu bestimmten Ländern gefunden haben. Wir schreiben dann einfach mal das Land davor und dann den Blognamen darunter. Okay. Stopp. Lina B. fragt, mich würde mal interessieren, welchen einen Moment ihr auf eurer Weltreise bis jetzt am besten fandet. Wir sind einmal mit dem Fahrrad die Küste in Taiwan ab. Als wir das erste Mal tauchen waren und daneben in Peru vor diesem krassen Blau mitten im Amazonas waren und dann viele Towers der Peine im Nationalpark haben wir uns einmal auf so einen Stein. Also ich glaube, für mich war es wirklich die Situation, wo wir auf Borneo ein paar der letzten Orang-Utans gesehen haben. Wir sind um die Ecke gegangen und dann hingen schon die ersten an den Bäumen. Es war eine Gruppe von vielleicht 20, 30 Leuten da und es war komplett still. Für viele war es das erste Mal der Moment, wo diese ganze Palmöl-Diskussion, die man überall auf der Welt immer hört, man soll die Produkte nicht kaufen, weil es ist schlecht, der Regenwald wird abgeholzt. Und das war der Moment, wo es für viele ein Gesicht bekommen hat. Das war einer der Orang-Utans, der gerettet worden ist aus dem Gebiet, das abgebrannt worden war. Und er hing jetzt vor uns und hat uns einfach nur fragend angeguckt.
Also ich weiß nicht, ob für den Moment das Wort am besten der richtige Begriff ist, aber es war definitiv der Moment auf Reisen, der die größte Gänsehaut ausgelöst hat. Ich glaube, bei mir würde ich sagen Indonesien im Komodo-Nationalpark, wo wir eine Bootstour gemacht haben über 2 Tage. In dieser gigantischen Natur, die einfach nur unfassbar perfekt nicht zu greifen war. Und dann sind wir abends in eine bestimmte Bucht gefahren mit dem Boot. Und dann sind wir nach oben gegangen. Es war oben so ein kleines Plateau von dem Boot. Mit einem Tee in der Hand. Und saßen da, während die Sonne vor uns unterging. Wenn man da sitzt, diesen warmen Tee in der Hand hat, diesen Wind noch spürt, das Meer sieht, diesen Sonnenuntergang, das war so, so nicht real in dem Moment, so surreal, so viel zu schön, dass ich einfach nur Gänsehaut bekommen habe und mir dachte, mein Gott, das erleben wir jetzt hier gerade. Ja, das war ein Moment, an den denke ich sehr, sehr gerne zurück und gucke mir oft dieses Foto an. Kann ich? Mhm. Florian Festdorf fragt, ich wollte euch mal bitten, ob ihr nicht die Preise von euren Flügen, Unterkünften und Unternehmungen mit in die Videos packen könnt. Das würde mich sehr interessieren und da bin ich, glaube ich, nicht alleine. Ja, das haben wir teilweise schon gemacht, aber wir haben es nicht so offensichtlich in die Videos direkt reingepackt, sondern meistens immer unten in dieser Infobox, die unter den Videos ist. Da haben wir immer die ganzen... Macht die mich noch? Nein, Entschuldigung. Da haben wir immer die ganzen Links haben wir reingepackt, wenn wir irgendwas gebucht haben oder wo wir gebucht haben. Aber wir können es in Zukunft uns mal merken und werden es vielleicht dann immer mal rechts, links, oben, unten an den Rändern einblenden. Machen wir. Jetzt nicht jede Pommes frites, aber... Gleichzeitig halten wir aber auch all diese Infos, alles fest. Auf unserem Blog gibt es einmal die persönlichen Reiseberichte und wir haben noch eine Reisetipp-Seite, so nennen wir das immer, wo wir alles strukturiert und übersichtlich festgehalten haben, wirklich nur die Fakten sozusagen. Hier auf dem Blog, du befindest dich auf dem Blog und bei den Reiseberichten und wenn man hier drauf klickt, Reisetipps, da kommt man dann zu der Seite, wo alles strukturiert, übersichtlich aufgeschrieben ist. Hier zum Beispiel Taiwan, dann steht hier... Unsere Route und Kosten, Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps, Essen und Trinken, unsere Unterkünfte, Reisevorbereitungen. Praktisch alles, was wir wissen, ist auf der Seite. Ja. Daniel wollte gerne die Brille nochmal aufsetzen. Wir haben immer noch genug Fragen, werden also noch weiterhin Videos drehen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann packt sie gerne in die Kommentare. Dann werden wir die mit aufnehmen und haben immer noch kein gutes Ende für dieses Video. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, ich dachte, du wolltest ja greifen. Dann machen wir nochmal. Nö.